Egal, was ich beim Snowboarden machen will. Alles hängt von der Fitness ab. Nachdem ich in Vancouver das Podium ziemlich knapp verpasst habe, war ich zwar enttäuscht, aber es hat mich auch gleichzeitig angespornt, härter zu trainieren und mich wirklich voll in die Arbeit zu stürzen. Für mich ist Snowboarden eine Art Lebensphilosophie. Es ist die Art und Weise, wie ich lebe. Egal, ob ich trainieren gehe oder mich gesund ernähre, ich ziehe das durch. Und am Ende lohnt es sich und ich fühle mich einfach besser. Es kümmert mich nicht wirklich, was andere tun. Das ist, was ich will. Ich bin ein besserer Rider, wenn ich in guter Form bin. Man braucht keine riesigen, muskelbepackten Arme, um ein guter Snowboarder zu sein. Du brauchst starke Beine und vor allem ein starkes Herz. Sobald man dann am Berg steht, runterfährt und seine Leistung bringt, kommt alles zusammen.